Bitcoin ist eins der saubersten Netzwerke der Welt. Also das Mining wird eigentlich in den meisten Fällen aus überproduzierter Energie betrieben. Der Grund ist ganz einfach, diese ist quasi kostenlos. Denn die Anlagen, die überproduzierte Energie erstellen, sind meistens regenerative Energiequellen, zum Beispiel sowas wie Solarstrom oder Windkraft. Und wenn dieser Strom zu viel ist, dann hat es einfach keinen Abnehmer in diesem Moment. Und da kommt hier gerade das Bitcoin-Mining recht, denn das kann man je nach Jahreszeit an verschiedensten Orten benutzen, zum Beispiel in der Zeit, wo sehr viel Wasserkraft zur Verfügung steht an Wasserkraftwerken, in der Zeit, wo eher die Windkraft gebraucht wird oder wo mehr Windkraft anfällt, da kann man dann die Mining-Container einfach dorthin stellen, wo Windkraft betrieben wird. Ja, und das ganze Spiel würde in einer reinen Bitcoin-Welt perfekt aufgehen. Bitcoin würde sich gar nicht mit anderen Industrien messen können, denn das, was du beim Mining aus dem Strom herausbekommst, das rechnet sich so wenig, also es ist ein so knapp bemessenes Business, dass du dich gar nicht mit anderen Industrien messen könntest. Also so eine Automobilindustrie beispielsweise könnte viel mehr Strom bezahlen, als es ein Bitcoin-Miner könnte. Und dementsprechend macht es eigentlich gar keinen Sinn, dass das Bitcoin-Mining auch aus fossilen Brennstoffen betrieben wird, aber das passiert immer wieder. Das heißt, das Bitcoin-Mining ist nicht schuld an diesem Effekt und Bitcoin würde auch anderen Industrien gar keinen Strom klauen, weil es sich einfach gar nicht lohnen würde, damit zu konkurrieren. Warum das aber doch passiert, ist der immer wiederkehrende staatliche Eingriff in vor allem unsere Ökonomie und das bedeutet auch in die Wirtschaft und in die Industrien. Und hier ist leider ein großes Negativbeispiel immer Kasachstan, denn Kasachstan gilt als eins dieser Länder, das immer als Beispiel herangezogen wird, warum das Bitcoin-Mining eben nicht so nachhaltig ist, wie die Bitcoiner häufig sagen. So kann man beispielsweise auf der Mining Map von der Cambridge University, einer Studie, die auf dieser Universität durchgeführt wurde, nachsehen, dass Kasachstan hier bei 13,22% der globalen Hashrate liegt. Das Problem ist, dass der Strommix in Kasachstan fast, ja, so ausschließlich aus Brennstoffen besteht, also aus fossilen Brennstoffen, sowas wie eben Braunkohle. Und ja, dann ist natürlich klar, dass das Mining dort sehr hohe CO2-Emissionen erzeugt. Die Sache ist aber auch hier wieder, normalerweise dürfte sich ja Bitcoin gar nicht mit den anderen Industrien messen können. Der Grund dafür ist aber ein ganz anderer. In meinem Video, warum die Bitcoin-Mining-Hashrate derzeit so hoch ist, vor ein paar Wochen, habe ich auch über diesen Beitrag hier geschrieben. Das ist ein Interview mit dem Stromnetzbetreiber CEO von Kasachstan, also der dafür sorgt, dass der Strom von den Stromerzeugern, also in Kraftwerken, zu den Haushalten und in die Industrie kommt. Und der sagt, hey, das große Problem in Kasachstan ist, dass die Industrie halt komplett durch die staatlichen Gesetze ja in eine ganz bestimmte Richtung gedrängt ist. Denn hier ist es uns nicht erlaubt, die Tarife für den Strom aus fossilen Brennstoffen anzuheben. Und er sagt, das ist ein Riesenproblem, weil eigentlich können wir zu diesen Kosten gar keinen Strom mehr produzieren. Unsere Heizkessel werden immer marode. Das geht alles immer mehr kaputt und eigentlich müsste der Kohlestrom immer teurer werden. Der Staat verbietet aber, dass wir diese Tarife teurer machen. Ja, und genau das ist der Grund, warum Bitcoin hier aus fossilen Brennstoffen ebenfalls günstig betrieben werden kann. Ja, und weil das natürlich auch Kasachstan der Regierung irgendwann bewusst geworden ist, hat diese sich jetzt dazu entschieden, hier progressive Stromabgaben für Bitcoin-Miner einzuführen. Das heißt, man hat selber ein Problem geschaffen und löst das Ganze jetzt wieder mit Steuergesetzen. Und da merkt man schon, ja, der Dreh- und Angelpunkt des eigentlichen Problems ist der staatliche Eingriff, nicht die Industrie selbst. Ja, und sehr interessant ist jetzt hier, dass eben am 9. Januar, haben wir darüber berichtet, Kasachstan für die Miner jetzt die Strompreise erhöhen möchte, wenn sie eben diesen ganz billigen Strom verwenden, also die fossilen Brennstoffe verwenden und auf der anderen Seite incentivieren möchte, wenn sie dafür fossile Brennstoffe nicht benutzen und eben eher grüne Energien benutzen. Ja, und das hat vor allem jetzt aber dazu geführt, dass in Kasachstan die Miner tatsächlich sogar abgezogen sind und die Hashrate ist jetzt gefallen auf etwas über 6,4%. Dadurch haben wir natürlich hier auch auf der Cambridge-Seite einen veralterten Zustand hier mit den 13,22%. Und was wir eben sehen, ist aber auch, dass dadurch jetzt die Emissionen des Bitcoin-Netzwerks tatsächlich gesenkt werden konnten. Denn natürlich für die Miner ist es jetzt weniger lukrativ, diesen Strom zu verwenden und dementsprechend, ja, sieht die Welt jetzt besser aus. Das Thema ist natürlich auch in der Bitcoin-Community immer heiß diskutiert gewesen. Und da ist jetzt so ein bisschen die Frage, ist die richtige Lösung jetzt
wenn staatliche Interventionen, Subventionen auch von solchen Industrien teilweise und aber auch diese Gesetze und natürlich die zentrale Geldschöpfung zu derartigen Problemen führen, einfach noch mehr Gesetze drumherum zu bauen, um zu suggerieren, dass die Lage wieder in Ordnung sei, oder wäre nicht von vornherein ein Nicht-Eingreifen des Staates an der Stelle besser gewesen? Denn dieses Problem, was natürlich jetzt durch das Bitcoin-Mining extrem auffällt und hier auch sehr polarisiert, trifft ja eigentlich auf den gesamten Strom in Kasachstan zu. Denn überall wird ja dieser billige Strom jetzt lieber benutzt, also die fossilen Brennstoffe, als irgendwelche anderen Stromtechnologien. Und es gibt ja auch, wie gesagt, gar keinen Anreiz, auf andere Technologien umzuspringen, weil, wie ja auch der Stromnetzbetreiber selber sagt, das Geld fehlt überhaupt irgendwie, den Strom ansatzweise ja, weiter lohnenswert zu produzieren. Und das heißt, die ganze Industrie fällt immer mehr in sich zusammen. Der Staat muss diesen Industrien immer weiter unter die Arme greifen, macht sich natürlich damit auch irgendwo notwendig. Das heißt, man ist abhängig in dem Moment von diesem Staatsprozess, aber diese ganze Problematik entsteht ja eben überhaupt erst da. Wenn nämlich die gesamte Stromindustrie in Kasachstan von vornherein losgelöst von staatlichen Interventionen gewesen wäre, dann hätte sich ja das Problem von ganz alleine gelöst. Der Kohlestrom wäre mit der Zeit immer teurer geworden, weil es sich einfach auch immer weniger lohnt, Kohlestrom zu benutzen und der Abbau immer teurer wird. Und das hätte dazu geführt, dass automatisch andere Technologien entwickelt worden wären oder man eben diese Technologien, die auch schon entwickelt wurden, teilweise in anderen Ländern in Einsatz bringt, beispielsweise Solarkraft oder Windkraft. Und dass das nicht passiert, ist eben Folge dieses Eingriffs. Und ja, mit weiteren Eingriffen kann man natürlich versuchen, dieser Situation entgegenzuwirken. Aber auch damit macht man sich ja die Preise im Endeffekt wieder kaputt und macht sich ein bisschen blind dafür, was eigentlich ökonomisch wirklich gebraucht wird. Und da interessiert mich vor allem eure Meinung. Schreibt es mal unten in die Kommentare. Wenn euch dieses ganze Thema des Minings und dieser Mining-Gesetze mehr interessiert, alle vier Quellen findet ihr unten wie immer in der Videobeschreibung. Ansonsten lasst gerne ein Like für dieses Video da, abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Damit unterstützt ihr unsere Arbeit. Und ich bin jetzt gerade in München und freue mich auf mein Interview, was ich in, ja, knapp 2 Stunden habe und was dann die nächsten Tage auch irgendwo im Internet veröffentlicht wird. Ich verrate es noch nicht. Es ist ein kleines Geheimnis. Ihr könnt ja mal schätzen, wo ich bin. Und dementsprechend wünsche ich euch einen wundervollen Tag und auf Wiedersehen. Macht es gut, liebe Leute, und tschüss zusammen.